dann abends heim und dann ist noch was da. Hallo! Wir haben gerade einen leckeren Linseneintopf auf dem Herd und ich habe spontan mitgefilmt und dachte, ich zeige euch heute mal dieses altbewährte Rezept. Viel Spaß! Als erstes werden Zwiebeln, Sellerie und Karotten in ein bisschen Öl in einem großen Topf angebraten. Und das wird dann mit Essig abgelöscht. Und erst wenn dieser komplett verkocht ist, werden die Kartoffeln dazugegeben. Und das wiederum wird dann mit Bier abgelöscht. Senf dazugeben. Linsen und dann mit einem halben Liter Gemüsebrühe 45 Minuten köcheln lassen. Davon habe ich leider keine Aufnahme, dafür aber einen Vorschlag. Macht noch ein wenig Sport in der Zeit. Die Konsistenz des Eintopfs wird wirklich wahnsinnig cremig und sämig und durch das Bier bekommt das Ganze so einen toll aromatischen Geschmack. Das Ganze wärmt auch von innen heraus. Super easy und total lecker, mal was anderes und ja, ich finde für den Herbst, für den Winter eignet sich das einfach mega gut. Falls ihr es nachmacht, dann sagt mir bitte gerne Bescheid, entweder via Nachricht oder Instagram oder was weiß ich. Freue mich da wirklich immer so sehr drüber, wenn ihr was nachbereitet und mir Bescheid sagt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!